Hallo, herzlich willkommen heute zum zweiten Teil. Heute geht es wieder um Geld. Heute wollen wir um Geld reden. Und zwar, wir hatten das ja letztes Mal, nur mal ganz kurz, wir hatten ja Girokonto, wir hatten Tagesgeld, eventuell Festgeld, Bausparvertrag. So, was hat man uns mal noch gesagt, so vor etwa circa 20 Jahren? Riester. Der Herr Riester hat die Riester-Rente erfunden. Man muss wissen, es ist einfach eine private Lebensversicherung. Ne? Und ich habe jetzt letztes Jahr, weil ich jetzt Frührentnerin bin, auch dann das beantragt. Und da wollen wir heute auch mal kurz drüber sprechen. Wenn man eine monatliche Rate rausbekommt, die unter 30 Euro etwa liegt, hat man die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mein ganzes Geld mit Zulagen auf einmal ausbezahlt bekommen. Legt man aber drüber. Hat man das nicht, dann hat man die Möglichkeit 30%. Würde ich jedem raten, ich habe es gemacht. Man muss aber auch wissen, man muss es versteuern. Also das ist so, dass wenn man jetzt diese Riester, diese 30%, das wird jetzt wunderschön auf einen Betrag dann auf die Steuer draufgeschlagen. Also brutto netto ist da nicht, ne? Da kommen noch die Steuerabzüge. Und allerdings keine Abgaben ansonsten, also keine Krankenkasse oder so, da sind wir davon verschont. Und es ist ja auch wichtig, das habe ich jetzt vielleicht am Anfang vergessen, ihr müsst ja auch jährlich diese 4%, also ihr könnt es monatlich eben einbezahlen bei der Versicherung, die Riester-Rente, dass ihr die dann später bekommt, müsst ihr 4% von eurem Gehalt, müsst ihr da einbezahlen. Da müsst ihr immer gucken, was habe ich im Jahr davor verdient. Und dann teilt er das und schaut, da habe ich die 4% und wenn nicht, müsst ihr das dann wieder anpassen. Nur so bekommt er die volle Zulage. Er bekommt natürlich auch Zulage für Kinder. Wenn du alleinerziehend bist und hast ein oder zwei Kinder, würde ich sagen, dann lohnt sich das. Dann kann man das durchaus auch machen, weil die Versicherung muss uns garantieren, dass wir die, was wir einbezahlt haben und die Zulagen vom Staat. Die müssen garantiert sein. Ansonsten allerdings, ja, kann sein, dass nicht mehr bei zu einer Anlage rauskommt. Es kommt ja auch darauf an, wie man sich entscheidet. Ich habe mich damals für einen Rentenfonds entschieden und damals war das auch noch alles sehr gut und toll. Natürlich sind ja die Aktien und die Rentenfonds auch nicht mehr das, was sie ja mal waren. Und jetzt habe ich mir auch ausgerechnet. Also ich habe die 30% anstandslos bekommen und dann habe ich mir ausgerechnet, so, was habe ich denn eigentlich einbezahlt? Und was an Zulagen habe ich gekriegt? Und wie lange muss ich eigentlich jetzt monatliche Rente bekommen, dass ich sagen kann, dass ich das jetzt wieder zurück habe? Dass ich das überhaupt mal bekommen habe? Und es sind tatsächlich über 20 Jahre. Also das ist natürlich auch erschreckend, ne? Und die können ja mit diesem Geld in der Zwischenzeit arbeiten oder der eine oder andere stirbt, ne? Und man kann dann zwar als Erbe, aber wer macht es schon, dieses restliche Geld noch beantragen, aber dann werden wiederum die ganzen Zulagen vom Staat abgezogen. Also ihr merkt schon, man muss sich das gut überlegen, ob das überhaupt für einen Sinn macht. Und von daher gesehen, ich habe es gemacht und sage, ja gut, jetzt kriege ich da eben ein bisschen monatliche Rente, weil es ist ja auch so, dass heutzutage, wer heute in Rente geht, ein Mann im Schnitt so 1.145 Euro hat und die Frau liegt so zwischen 700 und 800 Euro. Wie kommt's? A, verdient sie weniger, B, hat sie meistens eine Auszeit durch Kinder und schafft dann viele Jahre nur halbtags oder dann eben 60% oder 70% und dann ist es einfach so, dass wir weniger Rente haben. Und da muss man ja auch wissen, dass man früher wesentlich mehr Rente bekommen hat. Jedes Jahr schrauben sie uns das Rentenniveau nach unten. Und jetzt sind wir noch bei 48. Also das heißt, ja, und soll ja mal noch bis auf 44 oder wie runtergehen, ist also sehr wenig. Wenn da niemand aufsteht und sagt, so geht's nicht weiter, Politiker, das lassen wir uns nicht mal gefallen, werden die das noch so einfach durchziehen, weil sie selber, ja, die erhöhen sich jetzt auch wieder im Sommer die Diäten und alles, nur das läuft so nebenbei, neben Corona. Okay, wir wollen jetzt aber nicht zu politisch werden. Also das ist jetzt eben der Punkt, Riester, lohnt sich das für mich oder eben nicht? Man kann auch sagen, ich lasse es stilllegen, nur nicht kündigen, sonst sind die Zulagen weg. Also zu dem Thema. Und dann kann man natürlich sagen, Lebensversicherung, eine normale Lebensversicherung lohnt sich nicht. Ich habe vor 40 Jahren eine Lebensversicherung gehabt, die 20 Jahre gehabt. Und dann muss ich sagen, das war noch wirklich gut. Das, was sie versprechen, ist nicht rausgekommen, aber ich war zufrieden. Und dann hatte ich wieder eine neue Lebensversicherung gemacht, die ich jetzt auch bekommen habe. Ich habe mir das nur noch so ausgerechnet, dass es aufs Rentenalter hingeht und hintendiert und freute mich, wollte mich freuen. Ja gut, da ist nichts für die Beträge, die ich einbezahlt habe. Aber ansonsten, das ist ja alles auch so undurchsichtig. Man sieht ja nicht, wie das ist. Ich sage mal, beim Bausparvertrag, da ist es noch klar. Da kann ich alles nachvollziehen und überprüfen.
Aber bei einer Lebensversicherung geht es gar nicht. Und von daher gesehen, dann machen sie dort noch Kosten drauf und da noch Kosten. Und es bleibt eigentlich gerade noch, man kann froh sein, wenn man das noch rausbekommt, was man einbezahlt hat. Also von einer Lebensversicherung, wenn du mich fragst, würdest du meine raten, eindeutig nein. Es macht nur dann Sinn, wenn man ein Haus zum Beispiel kauft und man möchte, dass wenn vielleicht der Mann dem was passiert und die Frau steht da mit Haus und Schulden, dass man dann sagt, gut, man macht eine reine Risikolebensversicherung. Das heißt, die tritt dann ein, wenn ein Todesfall eintritt. Dann würde die bezahlen und das Haus abbezahlen. Das ist auch wesentlich billiger und das kann man dann auf eine bestimmte Laufzeit machen. Dann ist Haus abbezahlt, also bis zu dem Zeitpunkt machen wir das jetzt und dann bist du auch auf der sicheren Seite. Also, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben jetzt die Aktien und wenn der Herr Merz in der CDU vielleicht das Ruder übernehmen würde, er hat ja schon angekündigt, er möchte auch uns kleine Angestellten alle reindrücken in Aktien. Wir sollen alle privat vorsorgen in Aktien. Also das hat er schon mal so angedeutet, wenn man so ein bisschen verfolgt. Also das hoffen wir, dass das nicht wird, weil dann sehe ich wirklich für unsere Zukunft schwarz. Dann gibt es noch wirklich die armen Leute und die ganz reichen Leute da oben und den Mittelstand ist dann immer abgeschafft, weil wer hat wirklich schon Ahnung von einer Aktie? Und gut, ich habe ja mein Finanzheft und da stehen natürlich auch diese Fonds drin und auch wie man es Pantoffelportfolio auch drin, aber auch mit Tagesgeld ein bisschen in Aktien. Ich sag mal, wenn du jung bist und sagst, gut, okay, die nächsten 20 Jahre kann ich einfach mal gucken und machst dich mal schlau, selber schlau und vielleicht auch, ich will jetzt nicht unbedingt für das Finanzheft Reklame machen, aber ich habe ja auch nichts von. Aber ich sage mal, da steht wirklich ganz vieles erklärt, zurückliegend. Ich habe da auch schon mal meiner Tochter auch, weil die mich schon gefragt hat, Mama, wie kann ich eigentlich mal für mein Alter vorsorgen? Auch mal gesagt gehabt und habe ihr dann schon mal ein bisschen gesagt, da muss man mal das durchlesen. Es ist ja schwierig und man darf nicht in Panik verfallen. Auch ich habe früher einmal, habe ich auf den DAX-Index gesetzt. Und da war damals noch bei 4.000 D-Mark. Also ihr wisst, wie lange das zurückliegt. Und dann habe ich jeden Tag das so verfolgt, hatte 4.000 auch gerade angelegt und da war es auch bei 4.000. Und dann war er bei 8,5 und dann habe ich nach 5 Jahren war das etwa verkauft. Und danach kam der Börsencrash. Dann ging es runter auf 2000. Und dann habe ich viele in meinem Umfeld erlebt, die auch Aktien hatten und die gesagt haben, oh je, ich wollte mir jetzt aber doch nächstes Jahr ein Auto kaufen. Und das war ja alles im Keller, ne? Deshalb, Aktien kann man machen, wenn man sich A, gut informiert und breit. Es gibt ebenso verschiedene Fonds. Es gibt so einen Weltfonds und einen Deutschlandfonds, wo auch erwähnt wird von Finanzheft, wo man kann sagen, da kann man vorsichtig mal anlegen, aber wirklich sagen, dieses Geld brauche ich im Moment nicht und kann schauen, wie sich es entwickelt. Und wenn es mal im ganz weiten Bereich oben ist, kann ich sagen, gut, dann kann ich sagen, gut, ich hole mal einen Teil raus, ich hole mal alles raus. Jetzt ist der Zeitpunkt, ich kaufe ein Haus oder ein Auto oder was auch immer. Von daher gesehen, aber wenn man sagt, gut, für uns, für Rentner, der jeden Monat seine Ausgaben hat, und dann sinken die ja. Wie soll ich denn jeden Monat jetzt an die Rente, also an die Aktie mir das aus dem Depot rausholen? Ist ja auch viel zu kompliziert. Und ich sage mal, das ist eine Farce, das ist eine Verdummung. Die verarschen uns, die Politiker da, wo ich sage, gut, okay. Wir müssen jetzt einfach mal schauen. Aber ich denke mal, dass ich euch jetzt ein paar Tipps gegeben habe. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Vielleicht wandelt sich jetzt auch mal alles wieder ein bisschen besser auch die Arbeitgeber mal wieder sehen, was machen die Arbeitnehmer, weil das Maß, früher war das so, dass man gesagt hat, ein Mitarbeiter soll auch also ein bestimmtes Gehalt haben, dass es ihm gut geht. Und man hat gesagt, der Vorstand hat nur so und so viel Mal, so 10% Mal, was er bekommt. Und das Maß aber ist, die feiern sich ja immer, wenn man das so hört, wie die sich feiern und eigentlich machen die Banken mitunter sogar Minus und trotzdem feiern die ihre Bonis. Und dann sage ich mir halt, in der Welt läuft vieles, also gerade auch in Deutschland vieles falsch und vieles verkehrt. Und trotz alledem, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben und wir schauen mal zuversichtlich in die Zukunft, trotz alledem. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, macht's gut und überlegt euch, wie ihr was anlegt. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.